Dieser Mann spielt jeden Tag Golf auf einem Flugzeug. Dann steigt er in seinen Sportwagen und fährt mit seinem Hund Rocky durch die Stadt. Er kommt rechtzeitig nach Hause an, bevor die Sonne untergeht. Bevor er in sein Haus geht, überdeckt er den Geruch von ihm und seinem Hund mit Alkohol. Die Fenster und Türen sind mit dicken Eisentüren verschweißt. Er hat Angst, dass jemand eindringen könnte. Bei Einbruch der Dunkelheit kommen Zombies heraus und rennen durch die Stadt. John versteckt sich mit seinem Hund Rocky in der Badewanne und hält seine Waffe im Arm. Gelassen wartet er auf den Sonnenaufgang, weil die Menschheit von einem unbekannten Virus infiziert wurde. New York ist eine leerstehende Stadt ohne Leben. Die Zombies kommen erst heraus, wenn die Sonne untergegangen ist, um sich zu ernähren. John ist der einzige Mensch, der immun ist gegen das Virus, deswegen ist er der letzte lebende Mensch auf der Welt. Sein Leben ist monoton und langweilig geworden. Jeden Tag gaukelt er sich vor, dass er noch in der normalen Welt leben würde. Seit Jahren experimentiert er an mutierten Ratten. Er injiziert ihnen sein eigenes Serum, aber es funktioniert nie. Er wechselt seine Autos so oft wie seine Unterhosen, weil niemand sonst in der Stadt ist. Dann geht er wie gewohnt zum Supermarkt, stellt Schaufensterpuppen auf und spricht mit ihm. Nachdem er die Produkte ausgewählt hat, bezahlt er an der Kasse, obwohl auch der Kassierer eine Puppe ist.